Hi Freunde, hier ist Banjo wieder da. Ja, die fröhliche Nintendo 64 Alternative zu Zelda, was etwas actionreicher ist, aber das macht ja nix. Ja genau, hier war ich im nächsten Part, jetzt weiß ich erstmal wieder ein bisschen reinkommen hier. Und du bist down, Mann. Fast verkackt, Mann, würde ich sagen. Critical und down. So, schön abgeräumt hier, mal ein bisschen Aufräumer gespielt. Oh, was denn hier los? Oh, das sieht ungesund aus. Das sieht richtig ungesund aus. Aber natürlich ist hier ein Typi zum... Ja klar, die verstecken sich bei den Bienen. Ja, hier will ich weg, Alter. Ich habe so eine Angst vor Bienen. Und das irrwitzigerweise ist, ich wurde noch nie von einer Biene, Wespe, Hornisse, etc. pp. Gestochen. Aber Mückenstiche hatte ich wahrscheinlich schon mehr als Tage in meinem Leben. Hui! Oh, ja, so ist die Kamera an sich viel besser. Mann, hier kann man so leicht runterfallen. Ich finde das so ätzend. So, ihr seht schon. Jetzt sind wir hier oben. Aber es ist noch... Es geht noch höher, so wie es aussieht, ja. Ja, hier haben wir schon mit der Biene ein bisschen rumgewerkt. Und ein bisschen Collecting gemacht. Was bist du denn hier? Mann, du bist down, Mann. Ja, mal wieder ein bisschen Banjo-Boxing. Batz, batz, batz. Und... Oh ja, na klar, die ganze Honigkacke stürzt erstmal ab. Aber die bleibt ja sowieso liegen, also wen kümmert die Scheiße? So, ein bisschen Eier-Collecting hier. Auch wenn die niemand braucht. Ah, was haben wir denn da schön? Was haben wir denn da unten? Ist da was interessant? Jetzt sieht da noch Sprungplatte aus und da ist noch so ein Vogel drin, aber das muss ich erst im Sommer machen. Ihr seht schon, hier sind so eine Art Mini-Blätter, das ist hier Bisasamen für Arme irgendwie. Ja, das ist im Sommer, ist das alt ausgereift da und so, ihr wisst schon. Ich sagte ja, die Details dieser Welt verändern sich immer wieder und das ist einfach nur cool. Und ihr seht schon, ich hab gerade noch davon geredet, aber erstmal ist der Typ hier down an. Oh, wie Mike's denn? Ich hab heute irgendwie so einen Knopf-Blackout, kennt ihr das? Und du bist down, Mann, Schlitz! So, und immer ein Schalter hier, Pression. Und die Sommertür geht auf! Oh Gott, jetzt lassen wir die ätzende Hitze alle da raus und die geht. Mann, wenn ich das schon sehe, Alter, da schmilzt der Winter in meinem Kopf total weg, Alter. Jetzt gehen wir natürlich erstmal in die Hütte rein und die Mucke ist cool. Oh, Nappen und Lickeicheln. Ja, ich werde noch ein wenig weiter fressen. Oh, futtern, okay. Also Tiere fressen doch, Menschen essen. Ah, futtern geht auch. Hey. Okay. Ich habe gerade durch ein Holzscheit, wenn man so sagen kann, ein Ei eingesammelt. Ist natürlich auch cool, oder? So, sonst ist hier nichts zu holen. Also brechen wir mal durchs Fenster aus, dann ist es auch offen. Na klar, draußen pistet, ey. Der ganze Baum muss schon vermeuchelt sein hier, Alter. So, das hier wird immer mieser, weil hier irgendwann Vögel sind und die sind richtig dreckig, finde ich. Hier ist ein Typi zum Puckern, das finde ich gut so. Genau, ich kann puckern. Oh, was haben wir denn hier? Ein riesiges Osterei. Ostern ist schon längst vorbei, Mann. Du bist zu spät, Mann. Du bist ein Bob, Alter. Du bist ein Fail. Und... Tschk, tschk. Boah, ist das ein Riesenei. Und das hat ein Pflaster. Ich meine, jetzt packe ich mal ein paar Fakten aus, ne? Ein Ei, das ist doch hier eigentlich die unempfindlichste Stelle am Ei. Die empfindlichsten Stellen werden eigentlich von der Seite. Ich meine, das ist hier die stabilere der Stellen eines Eis, weil, ja, dann auf das ganze Ei übertragen wird der Druck. Aber wenn ich hier an der Seite rinpiekse, dann ist offen und Punkt, aus, Ende. Also warum extra die Spitze? Das ist doch bescheuert. Wer hat denn da ausgedacht? Na egal. Einfach aufboxen, die Scheiße. Und batz. Ein Riesenei, aber es ist nur ein... Naja, für das Ei vergleichsweise ein kleines Küken drin. Oh, Baby will einmal ein mächtiger Adler werden. Oh, Baby ist müde. Er trotzt da erstmal hier schön weg, Alter. Und schnarcht den ganzen Baum kaputt, Alter. Der sägt den Baum richtig ab mit seinem Schnarchesäge hier, Alter. Das hört man meilenweit, ey. Das weckt die Mexikaner noch bei ihrer Siesta. Ich glaube, es waren die Spanier mit der Siesta, aber egal. Oh Gott, ein Kletterakt für Army, ey. Das ist jemand, der Mutter und Vater erschossen hat. Gerade so ein bisschen Zungenbrecher, ihr habt hier gerade. Oh, komm schon. Puh. Boah, Alter, da kann man so tief abstürzen, Alter. Das ist so fail, Alter. Ah, schnell den Ginger mitnehmen und raus hier. Die Tür. Na, hat uns jemals aufgehalten? No. Oh, schön. Offi sprengt die Tür hier mit Pieksattacke und so. Und hier ist erstmal nichts los. Es sieht jedenfalls so aus. Aber ihr hört euch, denn hier ist ein Leben. Ach, ein Puzzleteil. Ah, ein Leben ist hier auch.
Jo. Okay, damit haben wir unser zweites in dieser Welt. Jetzt muss ich mal gucken, wie viele Puzzleteile habe ich. Ach, wie viele Noten. 20, ich glaube, das ist alles, was man im Frühling finden kann, weil ich will das so ein bisschen abgleichen. Weil in dieser Welt kann man... stellt euch vor, hier hat man eine Note vergessen. Das heißt, man muss jede Jahreszeit nochmal durchforsten. Das ist Kacke. So, genug. Wir sind raus hier. Das war's für den Frühling, Leute. Das heißt, wir gehen jetzt in den Sommer und schwitzen uns erstmal richtig die Poren leer hier. Kann ich hier runter? Ist hier Wasser drunter? Ich will jetzt so einen richtig schönen Hoverjump hier machen, Alter. Mann, jetzt sieht man so schlecht. Noch ein Stück, ja? Ah ja, ich glaube, das ist genau das ist es. Ich probiert! Selbstmord! Woohoo! Splash! Oh, bis auf den Boden, Alter. Ja, Leute, ihr wisst, also das auf keinen Fall nachmachen zu Hause. Das ist jetzt hier irgendwie so mit den Kamikaze 20.000 Meter Turm. Stück Scheiße, Mann! So, das muss jetzt noch sein, das war jetzt so ein bisschen Befriedigung hier. Ah, ist da noch was drin? Ja, da ist. Nee, da ist nicht mehr drin. Der Weg eingesammelt. Weil deswegen, weil ich lasse die gerne liegen. Das ist einfach so, dann weißt du, das ist tot und Ende. Oh, hier ist noch was drin, wetten. Nee. Okay, dann ist hier nichts mehr drin. So, Leute, das war's für den Frühling. Und da wir sowieso nicht mehr hierher gehen. Werde ich noch ein bisschen Honig von dem Bienen hier grabben. Meins, 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 meins. So, und schon verpiss ich mich. Und jetzt geht's aus der schönen, regnerischen, noch relativ kühlen, aber doch allergiebehafteten Welt für mich. In den schwitzigen, schwülen, ekelhaften Sommer, wo die Mucke schon gar nicht mehr so cool ist. Dum, dum, da seht ihr schon noch. Dum. Also, Freunde, jetzt auf einem Sommer. Oh, hey, Erik ist hungrig. Mann, ich will 5 Raupen, Alter. Beeil dich mal, du fette Sau. Hey, guck dich mal an, Alter. Du bist so fett, Alter. Alter, hey, du bist größer geworden, oder? Naja, natürlich, alles wird hier größer. Außer die Vögel, die sind immer noch so genauso winzig wie früher. Aber jetzt bist du erstmal down, Mann. Ist das dahin, was ich denke? Aber hier sind Bienen, sogar ohne Nest. Das heißt, die attacken mich sofort, wenn ich vorbeigehe. Also los, Speedy! Oh, sie jagen mich, Hilfe! Aber wir haben den Ginger bekommen und das ist es doch wert, oder? Hey! Oh, die Raupe ist ja fett, Alter! Ein Raupi, cool! Machen wir ins Medboot raus! Oh, ich fürchte, hungrige Tiere mögen Raupen! Das sieht aus wie so ein Pflanzen-Raupen-Pokémon irgendwie. Ja, irgendwie schon, finde ich. Das ist, ihr kennt doch bestimmt, viele bestimmt noch nicht. Ihr kennt doch bestimmt die ganzen neuen Pokémon-Editionen. Ihr habt doch so ein komisches neues Raupenvieh. Das ist ein Mix aus Pflanze und Käfer. Das ist übelst cool, finde ich irgendwie. Also, Sunja, oh, doch, verdammt, der hat mir auf die Fresse geboxt, Alter. Ja, krasse Zeug, Mann. Ja, voll in die Schläferin, Alter. Richtig Headshot hier, Alter. Mann. Ah, du blöder Joystick. Du bist down, Mann. Voll in die Schläferin gestochen, Alter. So, mit dir leg ich mich nicht an. Aber wir müssen hier sowieso runter, merke ich gerade, weil da unten sind noch Raupen und so. Und das sind noch Opfer, die wir töten können. Ja, Mann, Fitz! Oh, Alter, das wollte ich mir aufheben. Weil hier im Sommer ist nicht mit runterspringen. Hey, wer bist denn du? Ey, du siehst bärenstark aus, Mann, Alter. Ey, kannst du mir helfen? Meine Zähne fressen nur Bäume, keine Steine, das ist scheiße. Alter, los, komm, entferne mal die Felsen, bitte, bitte, sei mal so nett. Na gut. Das sieht eher aus wie eine riesige Kartoffel, finde ich, ja. Ey, guckt euch mal an, das sieht aus wie eine große Kartoffel irgendwie. Ein bisschen unförmig, aber eine große Kartoffel. Jetzt ist es eine kaputte Kartoffel. Oh, wow! Aber wie stark du bist, Alter. Los, komm mal rein. Und ich werde dich fürstlich belohnen. Ja, ich mache aus dir Größeres. Oh nein, verdammt. Oh, ich bin zu fett. Oh nein, wie gibst du denn hier hochgekommen? Oh, verdammte Scheiße. Also, was kannst du hier? Verdammt, das ist auch für mich auch zu steil. Komm schon, Mann, schneller. Oh, verdammt. Na, ihr seht schon, das funktioniert hier nicht. Da wollte ich jetzt noch mal so ein bisschen auf Comedy-Art demonstrieren hier. Bist du für einer? Critical. Oh, verdammt, daneben. Na, jetzt war Critic. Yeah, Mann, du bist down. Naja, ich muss mir jetzt ja einen anderen Wort für Schlitz einfallen lassen. Hier bitte natürlich schon so einige Alternativen, Alter. Ich finde natürlich was. Und ihr seht schon, der Hubschalter ist gefunden worden. Aber da ist auch so eine komische. Ja, der wartet schon hier auf uns. Schnabel gegen Schnabel. Oh, meiner ist geiler, Mann.
Press the Schalter. Push the Button. Ja, jetzt geht die Herbsttür auf. Herbst finde ich, geil. Ist eigentlich die coolste Jahreszeit, finde ich. Die Bäume sind nicht mehr so egal grün und alles hat so schön bunt und so. Das finde ich einfach nur cool. Herbst ist eine schöne Jahreszeit, finde ich. Der Sommer ist mir zu warm, der Winter ist mir zu kalt. Und der Frühling, der ist mir zu allergiebehaftet. Der Herbst ist, finde ich, einfach nur eine schöne Jahreszeit. Ich werde, da werden viele jetzt nicht meine Anmeldung sein. Ihr könnt mir natürlich auch eure Kommentare drunter schreiben, was eure Lieblingsjahreszeit ist. Interessiert mich, also, da könnte man fast eine Statistik draus machen, wenn es hier noch Kommentare wären. Okay, der ist tot, das wissen wir. Genau, deswegen lasse ich die mal da liegen. So, Federn brauche ich eine und du bist down, Mann. Verkackt. Ihr seid alle viel zu schlecht versteckt, Mann. Ihr müsst richtig so wie... Ihr müsst so ein bisschen Scream-mäßig aus der Ecke geschossen kommen. Das ist viel cooler. Was ist da unten, Schönet? Ja, ich weiß, dass ich da runter muss, weil ich hab da unten einen Raub gehört. Ja, da ist er. Mal schöne Bärenrolle hier und... Komm ich hier rüber? Oh, ja, puh. Ey, hey, unser Kamel! Oh nein, ihr beiden schon wieder. Da warst du scheiße, nein. Der Gummi dachte, die ist doch voll durch sicher. Was scheiße, Alter. Einfach pisst euch, ihr seid doch scheiße, Alter. Geh mir so auf den Sack, Alter. Aber jetzt bist du das mal down, Mann. Los, gib Wasser. Wollt ihr damit aufhören? Du scheiße, was macht ihr denn für Fuck, Alter? Du scheiße, fickt euch. Das dauert Jahre, bis ich wieder so viel Wasser finde. Was, ein Vierteljahr. Und dann ist im Herbst wieder alles voll. Oh Gott. Wir haben ihn getötet. Ah, nee. Ja, na klar, wir haben ihn erstmal verletzt, aber er ratzt erstmal los. Ey, ist halt Schnarchnasen, ey. Ey, wisst ihr, der Vogel, der schnarcht im letzten Viertel und wisst ihr, jetzt in diesem Viertel schnarcht uns der Kamel die Hucke voll. Ach, das kann dann die wahnsinnige Schwein sein. Ich glaube, hier ist nichts Interessantes. Aber hier kann ich mir Weg sparen und von daher mache ich das jetzt mal hier schnell. Los durch, schnell, komm schon. Oh, das ist ein Mumuschädel, oh, den nehme ich mit. Und, eingesockt. Und, hoch hier! Oh, puh. So, was bist du denn hier? Aha, naja, klar, erzähl mir deine Sorgen. Aha, okay, ist dir zu warm und, okay, verstehe. Und, na, jetzt bist du erstmal down, Mann. Sehe ich aus wie ein Seelenklempner, aber erzählst du mir mal dein scheiß Leben, du Vogel. Also, weg, du Typ hier. Und ich wette, da ist auch noch einer drin. Ihr seid alles Kleptoman, Alter. Ja, mal gucken, schaffe ich den? Und, ja, natürlich schaffe ich den. Ja, Mann, down. Oh, falsche Richtung. Das war nicht so cool. So, ein Adstar für ein etwas versetzter und... Mann, ruff da. Ja, Mann, du bist down. Finde ich mal cool, die sacken mir mit durch die Erde. Das, jetzt sind so Bodenkrabscher irgendwie so. Ach, und wieder ist die Energy voll am Ablosen hier. So, gucken wir doch mal, was bei Mumbo wieder los ist. Nein! Oh, verdammt. Warte mal, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Ach, na klar, für ganz einfache Dumme. Ach, Mann. Kai, schalt dein Hirn ein. Ich glaube, das ist heute noch nicht online. Aber naja, für Zelda habe ich es halt auch schon benutzt. Alter, was ist krass? Das ist so warm, ist so hot hier, Alter. Ist zu heiß für Zauberkram. Wisst ihr, der Mumu hat mehr Lust auf den Sandbad, Alter. Ich hast sogar meine Fackeln, was ihr macht. Merkt ihr? Ja, das ist so hot, Alter. Das ist so, mir fackelt das Hirn ab. Weißt du, ich meine, ihr kennt das doch. Ich hab da einen Knochenkorb auf und. Oh, da ist so warm drunter. Ich kann ihn noch nicht absetzen. Und, oh, das ist so ätzend und. Naja. Naja, heul mich später voll. Ja, er hat immer was zu tun. Ich glaube, im Herbst fickt er Blätter oder so. Ich weiß es nicht mehr. Ja, und der, die Sprungplatte ist natürlich da, damit wir wieder hochkommen. Und, oh, da leidet dieser arme Tier. Wäre. Er doch ein... Was, Fakir? Was ist denn Fakir? Also jetzt bitte ich schon wieder meine Abonnenten und Zuschauer. Was ist ein Fakir? Ich meine, ihr könnt doch gerne googeln oder Wikipedian oder so. Das schert mir ja nicht. Ihr müsstet nicht aus dem Eigenwissen. Hauptsache, ihr erzählt's mir. Weil ich, hab heute noch ein bisschen was vor, aber ich muss ja... Meine Parts für heute muss das sein. Ich meine, das ist... Ich meine, überlegt's mal. Ich muss jetzt mal was erzählen. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ich habe jetzt frei, ne? Also ich habe jetzt meine ganzen Klausuren alle fertig und... Oh, sogar meine Zensuren stehen teilweise fest und so. Und das ist schon echt cool. Und das heißt, ich habe jetzt Free Time. Das heißt, ich kann eigentlich Let's Plays drehen, bis die Leitung raucht. Aber aus irgendeinem Grund, ich will ja nicht nur die ganze Zeit vom PC hocken. Das wäre scheiße. Also muss ich auch noch ein bisschen von der Konsole hocken. nein. Spaß. So, ich glaube, ich kriege jetzt die Blätter oder nicht?
Ach, Freundin, ich glaube, es ist so schön, wir haben mal Zeit, im Paar zu werden, aber ich kletter jetzt hier noch ein bisschen. Und wenn ich runterfalle, dann den Hike verkackt. Ach, puh. Weil ich kenne mich, ich bin ein Mensch, der gern runterfällt. Das ist ein Puzzleteil. Boah, ihr Pär damit. Du bist down. Ja, Schlitz. So, dann nehmen wir mal mit. Und Freunde, ich glaube, das ist die Einleitung. Ich glaube, das war das Ende für diesen Part. Ich gucke jetzt einfach mal noch in meinem Fraps-Ordner, ob noch doch noch ein, zwei Minuten frei sind. Die schnippel ich dann einfach noch schick dazu und so. Und, Alter, Freunde, wir sehen uns entweder gleich nochmal oder bis dann im nächsten Part. Ciao!